Zocken, Daddeln, Gamen. Computerspiele sind aus unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Und mit einem Jahresumsatz von über 100 Milliarden Euro nehmen sie auch wirtschaftlich einen immensen Stellenwert ein. Da scheint es nur konsequent, dass eine der wichtigsten IT-Ausbildungsstätten Deutschlands diesem ganz speziellen Bereich der Softwareentwicklung alljährlich ein eigenes Seminar widmet. In die Welt der Spieleentwicklung eintauchen wollen in diesem Semester 11 Studenten des HPI. 5 Monate lang werden sie so wichtige Komponenten der Softwareentwicklung kennenlernen. Man unterschätzt es immer ein bisschen. Diese Spiele sind eben nicht nur Spiele, das ist ein komplexes Softwaresystem, wo man verschiedenste Bereiche wie künstliche Intelligenz, Interaktionstechniken, Rendering-Techniken, Datenstrukturen und sonstiges in einem kleinen Produkt eben vereinen muss. Und ein solches kleines Produkt soll jedes der 3 Teams am Ende des Seminars vorweisen können. Wir schauen Valentin, Dimitri und Alex bei der kompletten Entwicklung ihres Games über die Schulter. Ja, ich würde gerne mit dem Spiel rausgehen, was man spielen kann und was Spaß macht. Und ich will noch mehr darüber lernen, wie die verschiedenen Systeme interagieren. Also normalerweise, wenn man Software schreibt, hat man auch Systeme, die interagieren. Aber ich glaube, das ist bei Spielen noch mal ein bisschen was anderes. Auch was anderes? Ab diesem Jahr gilt es erstmalig, alle Spiele rein für mobile Geräte zu entwickeln. Das hat den Hintergrund, dass wir eben uns in der Forschung merken, dass die Industriepartner als auch unsere eigenen Forschungsthemen mehr und mehr in den mobilen Bereich in den Vordergrund rücken. Das heißt, es ist für uns sehr wichtig, dass die Studenten schon frühzeitig Kontakt mit mobiler Softwareentwicklung haben. Und so heißt es, keine Zeit zu verlieren. Auf in die Spieleentwicklung.